Trena auf die linke Seite des Schiffes, sie, die Moschee von Sultan Ahmed, die ganze Moschee mit 6 Minareten sehen. Diese Moschee wurde zwischen 1609 und 1616 von Sultan Mehmed Ahmed I. gebaut. Diese Moschee ist auch als die blaue Moschee bekannt, weil sein Inneren mit einer herrlichen und glänzenden Bekleidung von 25.000 blauen und weißen Isinik-Platten auch als Fayence bekannt gekleidet ist. Neben der blauen Moschee können Sie die Basilika von Heilige Sophia oder auf Griechisch Hagia Sophia sehen. Seit 1935 ist sie als die Hagia Sophia Museum genannt und das Gebäude ist die rosa bemalt. Sie hat einen riesigen Kuppel, die sich 55 Meter über den Boden erhöht und hat einen Durchmesser von 31 Meter. Sie wurde von Konstantin der Große gebaut und vom byzantinischen Kaiser Justinian im 6. Jahrhundert rekonstruiert. Immer auf der linken Seite des Schiffes sehen Sie die Kapsellei, wo sich des Bosphorus, das Goldene Horn und das Marmara Meer treffen. Auf seiner Stempelkirche steht der Topkapi-Palast, das Zentrum des Osmanischen Reiches zwischen dem 15. und 19. Jahrhundert konstruiert. Neben der Küste sehen Sie die byzantinischen Mauern der Stadt, einmal eine undurchdringbare Festung. Die Mauern der Stadt stecken sich 7 Kilometer vom Marmara Meer bis zum Goldenen Horn. Diese Mauern stammen aus dem 15. Jahrhundert und der Herrschaft des Kaisers Theodosius II. Signore e signori, sulla vostra parte sinistra potete vedere adesso la moschea Ahmed, l'unica moschea consigliare di, costruita tra gli anni 1609-1616 dal sultano Mehmed Ahmed I. Questa moschea fu più familiarmente conosciuta come la moschea blu, perché la sua interiore briglia con un magnifico rivestimento di 25 miglia piastrelle di Isenic, blu e bianche, meglio conosciuto come Fayence. Accanto alla moschea blu si può vedere la Basilica di Santa Sofia, ma in greco significa Hagia Sophia. Da 1935 è chiamato anche il museo. Meine Damen und Herren, und unsere rechte Seite liegt jetzt die Bosphorus-Meer-Straße, die das Schwarze Meer mit dem Marmara Meer verbindet. Sie ist 19 Meilen lang. Sie können auch der erste von den zwei Bosphorusbrücken, die im Jahr 1974 gebaut wurde, sehen. Gleich danach sehen Sie die zweite, die im Jahr 1990 gebaut Brücke. Sie ist 15.560 Meter lang und 64 Meter hoch. Jeden Tag fahren etwa 20.000 Autos über diese Brücke. Diese zwei Brücken sind die einzigen Brücken der Welt, die zwei Kontinente verbinden. Der beeindruckte Palast, den Sie vor uns sehen können, ein bisschen nach rechts, ist der Donopatsche Palast. Und gleich daneben können Sie die elegante Moschee, die im Jahr 1900 von Sultan Abdulmecid I. gebaut wurde. Der mit seiner 600 Meter langen Fassade liegt auf die europäische Seite des Bosphorus. In seinem Inneren befindet sich ein Rezeptionssaal mit 56 Kolonnen und ein Kronleuchter aus Kristallen mit 750 Lampen, die 4,5 Tonnen weit. Im Vögelpavillon des Palastes würden damals Vögel auf der Erde finden. Für die Bewohner des Palastes Kemal Atatürk, den Gründer der Türkei. Er starb hier in diesem Palast. 10. November